Ach nein, nein, alles in Ordnung. Meinen drei Kindern geht's wirklich gut. Danke der Nachfrage. Ach Claudia, bitte, 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 Schatz, erlaub es mir doch einfach mal, bitte. Warum denn nicht? Moment mal kurz, Martin, oh, ich hab Nein gesagt. Ich muss mich gerade noch um mein viertes Kind kümmern. Entschuldigung. Martin, nein! Weißt du was? Ich finde es voll blöd, hier zu wohnen. Nie machen wir das, was ich mal will. Ich fühle mich hier nicht wohl. Du klingst wie Julian. Oh, jetzt hat meine Mutter schon aufgelegt. Martin, muss jetzt diese Szene wirklich sein? Ja, muss sie. Was für ein Drama. Können wir nicht einmal das machen, was ich möchte? Immer müssen wir das machen, was du willst oder die Kinder. Aber was ist mit meinen Gefühlen? Bitte, nur heute, Schatz. Ich verspreche, danach bin ich ein ganz, ganz braver Junge. Also, wenn ich das glauben könnte, du und brav, naja, mach, was du willst. Ich bin auf jeden Fall nicht dabei, Martin. Oh, klasse. Jetzt noch den Kindern Bescheid geben und dann kann's losgehen. Hanna, Schätzchen, hast du vielleicht 2-3 Minuten Zeit und kommst einmal unten ins Wohnzimmer? Papa, eigentlich sitze ich an den Englischhausaufgaben. Also, Englisch auf dem Gymnasium, das ist schon ein bisschen anders als in der Grundschule. Julian, ich verstehe das wirklich nicht. Ich meine, Papa Wurt ist total witzig. Guck doch mal, die ganze Familie, alles. Wie lange dauert denn noch das Video? Kinder, perfekt, ihr seid hier in Julians Zimmer. Kommt ihr dann bitte einmal ins Wohnzimmer? Ich habe eine ganz, ganz tolle Neuigkeit für euch. Oh, Papa, vielen Dank, da muss ich mir hier nicht Pepper Woods weiter reinziehen. Oh Gott. Ach, Papa, was ist denn jetzt? Jetzt komm mal zum Punkt. Ich muss eigentlich mit meinen Hausaufgaben weitermachen. Ach, Hanna, es ist doch Wochenende. Die kannst du vielleicht auch später machen. Habe ich das jetzt wirklich laut gesagt? Ja, auf jeden Fall. Also, ich habe ganz tolle Neuigkeiten für euch. Wir machen heute einen Ausflug und zwar zum Zahnarzt! Was? An einem Sonntag? Am Wochenende? Zum Zahnarzt? Nein! Das ist ja ein ganz schlechter Scherz! Oh, Papa, ganz ehrlich, da mache ich lieber Englischhausaufgaben, als jetzt zum Zahnarzt Chance. Zu fahren. Wir haben einen Termin. Alles gut bei meinen Zähnen. Oh, da ziehe ich mir lieber Pepper Woods rein. Komm, Emma, wir gucken lieber weiter. Oh, ja. Na, keine Widerrede, wir müssen auch ein bisschen länger fahren. Oh, die Zahnarztpraxis Papa. Ist ein bisschen weiter weg, deswegen alle mitkommen. Ach, da bin ich ja nicht die Einzige. So siehst blöd. Du, Martin, den Kindern gefällt's auch nicht. Mama, kannst du mal nicht was dagegen machen, ey? Mama, ich finde das gar nicht Papa. Gut. Also eigentlich könnte ich schon, aber Martin hat sich so gefreut. Geht doch bitte mit dem Papa mit, hm? Ja, genau. Kommt mit dem Papa mit, wenn ihr wüsstet, was euch heute erwartet. Papa! Oh, Papa! Das ist doch nicht der Zahnarzt. Du hast es ja total veräppelt. Oh, cool. Wow, wir sind im Legoland. Eine Achterbahn. Guckt euch das mal an. Und hier sind sogar ein paar Freunde von uns. Wir sind nicht im Playmobil City. Und ein paar Leute haben sich als Lego-Figuren verkleidet. Oh, ist das cool. Lustig. Eine Piratenachterbahn. Cool. Also, ich bin schon ganz gerne hier, Papa. Das war echt eine tolle Überraschung. Von wegen Zahnarzt. Ja, ja. Ha, ich wusste es doch. Und außerdem wollte ich auch hier ins Legoland. Ah, und guck mal da hinten. Ist das nicht... Sind das nicht die Lego Friends? Ja, ich glaube schon. Ist nicht so mein Ding. Ich gehe mal... Oh, sind das nicht... Sarah, Steve und so? Hey, Leute, was macht ihr denn hier? Also, mit euch habe ich ja hier gar nicht gerechnet. Wobei, es sind ziemlich viele Leute hier, die ich kenne. Julian, hast du das die ganze Woche nicht mitbekommen? Das war doch in der Werbung und so, wenn man YouTube geguckt hat. Die ganze Zeit Legoland, hier Legoland, da. Stimmt, wir hatten ganz vergessen, dir Bescheid zu sagen, Julian. Sorry, aber jetzt bist du ja auch da. Aber ich habe schlechte Neuigkeiten. Die Schlange hier bei der Piratenachterbahn ist irrsinnig lang. Oh, was? Wie lange sollen wir denn jetzt bitte warten? Oh, nein. Ich muss mir was einfallen lassen. Anstehen. Oh, da ist ja Dave. Wow, Dave, hast du schon gehört? Hier gibt's Ballons umsonst. Ja, umsonst. Und auch Zuckerwatte verteilt er umsonst. Was? Jetzt wirklich, Julian? Ja, natürlich. Ich würde dich doch niemals anlügen. Also bitte, Dave. Hey, Leute, hier gibt es Zuckerwatte und Ballons umsonst. Was? Wirklich? Ja, natürlich, cool. Natürlich. Geht einfach dahin. Wow. Ich hätte gern blaue Zuckerwatte, ja, und einen grünen Ballon, danke. Was wollt ihr? Nein, hier gibt's nichts umsonst. So nicht, nein. Tada! Na, wir sind jetzt schon weit vorne. Gleich sind wir dran. Komm, Emma, wir gehen da drüben Richtung Lego Friends. Ich hab da auch einen Riesenrad gesehen. Oh, ein Riesenrad auf jeden Fall. Ich komm mit. Julian, guck mal, wie schnell das ist. Oh Mann, ich hab ein bisschen Angst. Also, wir können jetzt zu dritt auf diese Achterbahn. Also, vielleicht du und ich und vielleicht Mia oder Sarah. Also, Steve, ich muss dir sagen, mir ist das total egal. Ich will nur auf diese Achterbahn. Los geht's. Leute, anschnallen. Hey, festhalten. Oh. Hey, Steve, setz dich wieder hin. Ja, ich versuch nur nach vorne zu gucken. Oh, Leute, ich sag's euch, es geht jetzt so steil runter. Vorsicht. Oh, nein. Oh, ich seh schon. Oh. Wessen Idee war das so mit der Piratenachterbahn? Ach ja, auch meine. Ja! Festhalten, oh Mann. Und hört das dann endlich auf, mir ist schon ganz schwindelig. Oh, kannst du jetzt mal bitte langsam aufhören? Oh, die Strecke ist doch viel zu lang.
Julian, also das ist doch ziemlich cool. Guck mal, hallo Leute, hey! Oh Mann, war das cool. Das war richtig cool. Gleich noch eine Runde. Auf gar keinen Fall, das war zu viel. Letzte Woche die Spinnenachterbahn, jetzt die Piratenachterbahn. Das reicht erstmal. Also ich bin total begeistert, Hanna, wie cool es hier einfach aussieht. Und dieses Riesenrad, das ist riesig. Da will ich auf jeden Fall drauf. Und danach vielleicht noch auf die Achterbahn. Mal gucken. Emma, also ich glaube, das Riesenrad, das ist nichts für dich. Das ist schon ziemlich groß. Also das ist eher für ältere Kinder. Hä, aber ich bin doch schon ein großes Kind. Ich komme, in ein paar Tagen komme ich schon in die Kita. Ich bin kein Baby mehr. Aber jetzt mal los hier, Gas geben. Hallo, ich will nach oben. Boah, ist das langsam, wie ein Fahrstuhl. Oh Mann, ob das mal gut geht? Also ich gehe da nicht drauf. Mir ist das zu hoch. Okay, ich glaube, das war's. Jetzt bin ich ganz oben. Das ist ja total mickrig. Okay, und wenn ich dann nach unten schaue... Oh, das ist ja total hoch. Ich will wieder runter. Ich will wieder runter. Hanna, ich will sofort wieder runter. Kannst du mich runterholen? Dann soll man wieder nach unten machen. Rückwärtsgang. Entschuldigen Sie. Sind Sie überhaupt echt? Arbeiten Sie hier? Meine Schwester, die ist da oben. Die möchte wieder runter. Können Sie die runterholen? Oh Mann, ich glaube, die ist überhaupt nicht echt. Die antwortet mir gar nicht. Papa, Papa, wo ist denn Papa? Oh, der wird wohl selbst auf einer Achterbahn sein. Oh, komme ich hier jemals wieder runter? Hilfe, ich will nach Hause, Peppa Wutz gucken, hallo! Ich, die große Zauberin von Playmobil Magierland, sage, küss jetzt diese Puppe. Was? Emma, als ich gesagt habe, ich spiele mit dir und deinen Puppen, habe ich aber nicht gesagt, dass ich sie küssen will. Oh Mann! Komm schon! Julia, jetzt sei kein Frosch, so ein kurzer Schmatzer auf die Wange, das tut auch keinem weh, komm schon! Mir vielleicht? Ja gut, aber du darfst es keinem sagen und auch keinem verraten und keiner ist auch hier. Und ich bin jetzt ein Schulkind und versuche erwachsen zu werden, reif und so. Dann versuche ich's mal. Julian, du hast das echt gemacht. Mann, das war doch nur ein Spaß. Och, Mann. Ach, Julian, das war ja wirklich zuckersüß. Was? Also, so einen Schmatzer habe ich, glaube ich, das letzte Mal von einem Jahr bekommen. Und du gibst so viel Zuneigung der Puppe von Emma? Das war's. Ich werde mich nicht bessern. Mein altes Ich bleibt ich. Ich bleib der Julian Vogel, der ich immer war. Aber das war's für mich. Tschüss. Na gut, dann bleib so, wie du bist. Ist ja auch kein Problem. Julian, jetzt hau doch nicht gleich ab. Das war doch nur ein Kurs. Wir wollen doch noch weiterspielen. Emmerlein, also wenn du noch eine Vertretung für Julian suchst, ich kann doch mit dir spielen, hm? Mama, jetzt nichts gegen dich, aber du bist viel zu alt. Du bist doch kein Kind mehr. Emma, warum sagst du denn sowas? Ich meine, ich kann doch so tun, als wenn ich jetzt 6 Jahre wäre. Das ist doch nur ein Spiel. Oh, gute Idee, Mama. Du hast mich auf eine ganz, ganz tolle Idee gebracht. Ich werde dich jetzt verzaubern, so dass du bist, so wie eine 6-Jährige bist, ja. Okay, du willst mich verzaubern, ja, da bin ich mal gespannt. Abracadabra, simsalabim, Mama ist alt und gleich ist sie ein 6-jähriges Kind. Ich will nicht mit Puppen spielen, doch nicht jetzt und außerdem bin ich schon zu groß dafür. Ich bin schon 6 Jahre alt und außerdem brauche ich jetzt was anderes zum Spielen, nicht so ein Babykram. Oh, super, ich glaube, es hat geklappt. Naja, war mal wieder mein Verdienst, ich kann echt gut zaubern. Oh, gib das jetzt her. Oh, Mama, ich darf doch jetzt noch ein bisschen spielen, hast du mir erlaubt? Wie nennst du hier Mama? Ja, dich. Gib mir jetzt das Tablet. Oh, hey. Schluss. Was soll das denn? Und hau endlich ab. Ich will hier in Ruhe spielen. Brauche jetzt hier nicht noch irgendwie jemanden, der mich stört. Aber Mama, du hast gesagt, ich darf mit dem Tablet spielen. Warum nimmst du mir das her? Hallo, warum spielst du denn jetzt Subway Surfers? Du kannst das gar nicht. Quatsch. Oh, Mama, bitte. Was soll das denn? Du spielst doch sonst nicht mit dem Tablet. Hau jetzt einfach ab, Mann. Au, was schubst du mich denn weg? So, Claudia, Schatz, was wird das? Was machst du da? So was machen wir hier bei uns nicht, das weißt du. Hä, hab ich das gerade richtig gehört? Claudia, Schatz, ich bin doch nicht dein Schatz, Mann. Du gehst mir auch auf die Nerven. Hau jetzt ab, du auch. Hä? Ja gut, dann nenne ich dich nur noch Honigbärchen. Also, was ist denn hier los? Julian, es tut mir leid. Ich weiß nicht, warum dich deine Mutter da runtergeschubst hat. Also, normalerweise macht sie sowas nicht. Sowas will sie doch gerade immer nicht haben. Keine Ahnung, Papa. Die benimmt sich wie so ein Kleinkind. Aber egal, ich habe mein Tablet wieder. Ganz genau. Sie benimmt sich wie ein Kleinkind, weil ich sie in ein Kleinkind verwandelt habe. Naja, 6 ist sie jetzt. Alles klar. Und ich bin jetzt ein Prinz, der Prinz von Subway Surfers. Ist klar, Emma, erzähl nicht so viel. Ah, das sieht doch nach meinem Zimmer aus. Richtig cool hier. Oh, dieses Bett, das habe ich mir schon immer gewünscht. Oh, herrlich, hier kann man wirklich es sich richtig gut gehen lassen. Und die anderen lassen mich jetzt hoffentlich mal in Ruhe. Ach, hey Mama, ich mache mal gerade noch meine Hausaufgaben. Kannst ruhig da liegen bleiben. Was willst du denn in meinem Zimmer? Ich brauche hier meine Ruhe. Also raus. Dein Zimmer? Das ist doch mein Zimmer. Guter Witz, und wo soll ich meine Hausaufgaben sonst machen? Ist doch Quatsch. Wie wär's mit, das interessiert mich nicht? Ich mach meine Hausaufgaben auch nie, also. Mama, was ist denn mit dir los? Du hast keine Hausaufgaben, oder machst deine Hausaufgaben nicht? Du kriegst doch gar keine auf, du bist doch gar keine Schülerin mehr.
Hanna, ja, Mama ist auch schon hier. Claudia, sag mal, ist irgendwas passiert? Oh, es ist passiert, dass ihr mich alle hier nerven müsst. Kann ich nicht einmal meine Ruhe haben, Mann? Und außerdem Claudia, wenn schon will ich Claudi genannt werden. Naja, wisst ihr was? Ich hau jetzt einfach ab und Hanna, in einer Stunde bist du hier verschwunden. Da komme ich nämlich wieder. Was? Wo soll ich denn hin verschwinden, Mama? Das ist doch mein Zimmer und ich muss doch die Hausaufgaben machen. Claudia, also ich wollte ja Honigbärchen sagen. Also das ist Hannas Zimmer. Also unser Schlafzimmer ist doch woanders. Hä? Wieso sagst du denn unser? Ich hab mein eigenes Zimmer. Pff, als ob ich mir ein Zimmer teilen würde. Kommt gar nicht in die Tüte. Papa, kannst du mir mal sagen, was mit Mama los ist? Ist die irgendwie auf den Kopf gefallen oder so? Also irgendwas stimmt da nicht. Oh, könnt ihr mir mal bitte zuhören? Ich hab sie verzaubert. Das hab ich doch eben gerade schon gesagt. Ja, natürlich, Schatz. Ja, verzaubert? Ja. Verzaubert? Hanna, ich weiß auch nicht, was los ist. Keine Ahnung. Vielleicht müssen wir zum Arzt fahren. Mama ist verzaubert. Fällt das hier gar keinem auf? Oh, die glauben wohl nicht an Magie. Oh, endlich mal hier in Ruhe auf dem Sofa mein SpongeBob gucken. Da habe ich echt nie Zeit für. Also wenn mir hier keiner glauben will, dann mach das doch mal. Versuch doch mal, sich mit der 6-Jährigen da auf dem Sofa zu beschäftigen. Viel Erfolg, Papa. Ja, danke, danke. Claudia, Schatz, ich meine Honigbärchen. Also wie wär's denn, wenn wir... Ich verstehe nicht, was mit dir los ist. Bist du irgendwie auf den Kopf gefallen oder so? Claudia, wir müssen mal reden. Hau doch mal endlich ab, da ich sehe nichts. Oh, hast du einfach umgeschaltet? Jetzt läuft der Fußball. Claudia. Oh, das könnte echt witzig werden. Papa beißt sich an ihr total die Zähne aus. Er will wohl nicht wahrhaben, dass sie erst 6 Jahre alt ist. Oh, lass mich doch einfach mal in Ruhe. Ich gehe jetzt in die Küche. Ich brauche eine Erfrischung. Oh, hey, Mama, machst du was zu essen? Also, ich hätte gerne einen Burger. Hä, wie kommst du denn darauf? Sehe ich so aus, als wenn ich kochen könnte? Ich bin doch erst 6 Jahre alt. Mach dir dein Essen selber. Was? Sechs Jahre? Ja, ich bin 6 Jahre. Oder sehe ich etwa aus wie eine erwachsene Person? Nein, ich bin voll klein. Ja, wie immer. Mama sieht genau aus wie immer. Mama? Sie sieht vielleicht ganz normal aus, aber sie denkt, sie ist eine 6-Jährige und so benimmt sie sich dann auch. Das ist die Zauberei gewesen. Mama, also ich habe ein bisschen Hunger und das mit dem Tablet, das habe ich schon vergessen. Kannst du mir nicht bitte einen Burger machen? Hey, Mama, bitte, komm schon. Oh, verfolgst du mich etwa, du Knirps? Das ist ein bisschen viel hier gerade für mich als 6-Jährige. Ich will hier nur einen Kakao trinken, also zieh Leine. Was? Jetzt habe ich aber endgültig die Faxen dicke. Kakao trinken kommt gar nicht in Frage. Ich muss den Zauber dringend auflösen. Ja, Kakao ist mein Lieblingsgetränk. Ich werde jeden Tag hier Kakao trinken. Auf jeden Fall. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Außer mir trinkt hier keiner Kakao. Also, das war's jetzt. Aber Kadabra Simsalabim, Mama, du bist jetzt kein Kind mehr. Und das geschwind. Also, Hanna, wenn sie das jetzt wirklich denkt, ich meine, es wird ihr bestimmt bald wieder besser gehen, aber vielleicht könnten wir das ja auch ausnutzen. Ich wollte mich eigentlich mit dem Harry treffen heute und Mama meinte heute Morgen noch nein, also vielleicht kann ich das ja doch ausnutzen. Und wenn Mama gesagt hat, dass ich keine Hausaufgaben machen muss, dann mache ich das auch nicht. Dann gehe ich jetzt auf den Spielplatz mit den Freunden. Du, Claudia, also ich bin dann mal weg, ne? Also du bist ja auch nicht meine Frau oder so, du bist ja ein Kind. Deswegen gehe ich jetzt mal zu Harry ein bisschen, zu meinem Kollegen, ne? Und dann bist du hier auch alleine, hast deine Ruhe. Ciao! Martin, nein, das hatten wir doch vorhin schon besprochen. Heute nicht. Mama, du kannst jetzt in dein Zimmer. Ich muss ja keine Hausaufgaben machen, hast du ja gesagt. Ich bin dann mal weg. Hanna? Bitte, was hast du da gerade gesagt? Keine Hausaufgaben machen, aber ab auf dein Zimmer. Hausaufgaben werden gemacht. Und wieso denn dein Zimmer? Mein Zimmer? Nein, ich hab doch ein Zimmer mit Papa. Leute, es war wirklich ein Zauber. Ist wieder vorbei. Emma hat ihn aufgelöst. Tja, hättet ihr mir von vornherein mir glauben sollen. Ich kann hier einiges bewirken. Pass auf, ich verzauber euch sonst. Oh nein! Na toll! Warum ist es ein bisschen zu spät? Aber irgendwie habe ich total Durst auf Kakao. Woher kommt das nur? Oh nein, das sind die Nachwirkungen vom Zauber. Wie, ich trinke jetzt meinen ganzen Kakao leer, dann raste ich aus. Weißt du was, Dave? Ich find's richtig gut, dass wir zusammen lernen. Wir sind zwar nicht mehr in einer Klasse, aber wir sind ja beide in der 5. Wir müssen ja ähnliche Sachen machen und wir können uns gegenseitig helfen. Ja, aber es ist schon irgendwie ein bisschen anders. Also hier auf dem Gymnasium und so, ich habe schon ein bisschen meine Probleme, muss ich sagen. Ach, Dave, das sind doch erst ein paar Tage. Du wirst das schon hinbekommen und du bist doch außerdem ein richtig toller Typ. Du schaffst das. Dave, du schaffst das. Du bist ein richtig toller Typ. Oh ja, findest du, Hanna? Ja, ich bin Dave. Ja, und ich total. Ich bin voll der coole Typ. Oh, so. Du bist so süß. Ja, Schlabber. Ich heirate dich später. Julian, Emma, geht's noch? So sind wir überhaupt nicht. Raus hier, wir wollen lernen. Hä, so eine Stimme habe ich doch nicht, oder? Hanna, klingt meine Stimme etwa so? Aber jetzt raus hier. Dave und ich, wir wollen alleine sein. Wir brauchen unsere Privatsphäre. Haut ab, wir wollen in Ruhe knutschen. Oh, knutschen, wie geht das denn? Blablabla, schlabber.
Oh, so sind wir überhaupt nicht. Jetzt hört endlich auf damit. Jetzt hört endlich auf damit. Hanna, jetzt glaubst mir doch, ihr seid wirklich so. Hey, ich bin Dave. Ich bin der Freund von Hanna und sie sagt, was ich immer machen soll, weil ich ja ein Weichei bin. Und ich weiß, wie man Minecraft spielt, aber Julian weiß es nicht. Ich weiß es viel besser. Julian, das habe ich doch niemals gesagt. Und außerdem hat mir das eine Mal nur Hanna geholfen. Nur einmal, weil es nicht anders ging. Och, Dave, versuch doch gar nicht erst, dich da irgendwie rauszureden. Ihr beide, ihr geht einfach aus meinem Zimmer raus. Lasst uns in Ruhe. Ah, lass uns in Ruhe. Komm, Emma, wir gehen. Ist ja langweilig hier. Ja, Dave. Emma, jetzt ist vorbei. Achso, okay. Oh Mann, die beiden werden sich wohl nie ändern. Auch noch in 10 Jahren werden die so nervig sein. Tut mir leid, Dave. Was? Wie bitte? Also, Hanna, ich bin immer noch mit den Gedanken bei meiner Stimme. Ist die wirklich so schrecklich? Oh, Dave, jetzt mach einfach dein Heft auf. Wir wollen Hausaufgaben machen. Ja, gut. Ah ja, schön, dass es noch geklappt hat. Kein Problem. Ja, die machen gerade noch die Hausaufgaben und wenn sie dann durch sind, dann könnt ihr auch gerne gehen. Aber jetzt erstmal einen Tee trinken. Ach, Martin, ja, vielen Dank. Also, ich warte einfach hier noch ein bisschen auf Dave. Die sollen mal ihre Hausaufgaben machen. Danke für den Tee. Oh nein, als ob es nicht reicht, wenn Dave hier alleine ist. Jetzt muss er noch seine Mutter mitbringen. Also, ich kenne sie zwar nicht, aber die ist wahrscheinlich so drauf wie Dave. Oh ja, mein Dave. Emma, es reicht. Ach so, ist okay. Jetzt nicht? Also. Weißt du was, wir gehen jetzt einfach in mein Zimmer. Wir können ein bisschen Subway Surfers oder Dr. Panda spielen. Ja. Ja, die Hochzeit ist dann ja nächsten Samstag. Also, ist ja klar, dass du auch kommst. Ja, natürlich. Aber vielleicht sollten die Kinder es nicht wissen, ne? Hochzeit und so ist immer so ein bisschen kritisch. Hast du das gehört? Eine Hochzeit? Und Papa soll kommen und wir Kinder nicht? Du weißt, was das heißt! Natürlich weiß ich, was das heißt. Es gibt Torte! Aber nein! Ah ja, du hast recht. Vielleicht sollten die Kinder einfach gar nichts davon wissen, sonst regen die sich nur wieder auf. Ja, aber natürlich, selbstverständlich, da bin ich bei dir. Ich freue mich schon. Ich freue mich schon richtig auf die Hochzeit. Bekommst du das etwa nicht mit? Guck mal, Papa freut sich auf die Hochzeit und wir Kinder würden das wohl nicht verstehen. Du weißt, was das heißt. Ja, ich hab's verstanden. Es wird eine richtig schöne große Torte geben. Nein, ja! Ja, doch auch. Komm einfach mit. Wir müssen jetzt zu Dave und Hanna. Wir müssen was besprechen. Hey, ihr beiden, ich habe ganz tolle Neuigkeiten und das ist jetzt wirklich mein Ernst. Und es ist nicht toll, das war ironisch gemeint. Och, Julian, kannst du es jetzt endlich mal lassen? Wir müssen Hausaufgaben machen, wirklich. Wir sind auf der weiterführenden Schule, auf dem Gymnasium. Musst du keine Hausaufgaben machen? Ach ja, Grundschule. Naja, lass uns jetzt einfach endlich in Ruhe. Was ich noch sagen wollte, es gibt nächste Woche Torte, weil es gibt eine Hochzeit zu feiern. Daves Mama und unser Papa, die heiraten. Hä, was, wie bitte? Das ist doch ein Witz. Hanna, das ist ein Witz, oder? Oh, natürlich ist das ein Witz, ein schlechter Witz. Mama, also deine Mama ist doch mit deinem Papa verheiratet und mein Papa mit meiner Mama. Das würde ich jetzt auch so sagen. Aber pass mal auf, die kommen gleich rein und sagen wahrscheinlich, dass wir nächstes Wochenende irgendwas machen sollen. Einfach die in Ruhe lassen, glaub es mir. Dave, mein Schatz? Ah, Kinder, ihr seid auch schon da. Perfekt, wir haben euch was mitzuteilen. Also, wie wär's denn? Wollt ihr euch nicht nächste Woche alle zusammen verabreden und vielleicht alle zusammen hier eine große Übernachtungsparty machen bei Hanna? Guck, was hab ich dir gesagt, hä? Was hab ich dir gesagt? Okay. Kriegen wir dann auch was von der Torte ab? Also, das wäre ja ganz schön unfair, wenn wir dann gar nicht da sind und ihr bringt uns nichts mit. Emma, welche Torte denn bitte? Also, hat sie das etwa mitbekommen? Oh, haben die irgendwas mitbekommen? Nein, lass uns schnell nach unten. Okay. Na, was hab ich dir gesagt? Hä? Okay, also, langsam glaube ich's auch. Ja, solltet ihr. Oh Mann. Aber dann bin ich ja... Oh nein, Hanna, dann bist du meine Stiefschwester oder so. Oh, und du mein Stiefbruder. Dann können wir doch nicht mehr zusammen sein, oder? Oh nein. Warum muss ausgerechnet deine Mutter meinen Vater heiraten? Leute, ich brauche jetzt ein bisschen Ruhe, wenn ich mir das schon vorstelle. Dave, mein Bruder. Oh Gott, wie schlimm. Oh, komm doch mal runter, so schlimm ist das nicht. Es gibt doch wenigstens Torte, vielleicht eine Einhorntorte oder mit Regenbögen. Schokolade mag ich auch gern. Oh, kann ich mir eine wünschen? Oh, Papa, wie konntest du nur? Und dann noch Daves Mama heiraten. Oh, nein. Oh Mann, Dave, das ist so komisch. Ich weiß auch gar nicht, ob wir da noch zusammen sein wollen. Zusammen sein mit meinem Bruder? Nein, danke. Nein, natürlich, das geht dann nicht. Oh, das wäre ja schrecklich. Aber naja, dann ist ja Julian mein Bruder, oder? Hey, Bruderherz. Hey, Julian. Oh Mann, ich möchte das nicht. Wir müssen das irgendwie verhindern. Oh, Dave, hör auf, so welche Witze zu machen. Du bist nicht mein Bruder. Ja, aber vielleicht bald. Ich schaue mir einfach nur hier unser gemeinsames Zimmer an, weil ich kann dann ja nicht zu Hanna ziehen oder zu Emma. Also, wir sind ja Jungs. Okay, das war's. Ich gehe jetzt runter. Das kann nicht sein. Ich muss jetzt was sagen. Oh, Hanna, gehst du auch runter? Ja, ich muss einfach runtergehen und was sagen. Das geht nicht. Ich auch. Die Hochzeit ist Samstag? Ich bin auf jeden Fall dabei. Oh, ich liebe Hochzeiten. Was? Wie bitte? Oh, Mama. Ah.
Ist alles in Ordnung? Kinder, wo kommt ihr denn her? Vorsicht! Oh, mein Kopf brummt. Aber nicht nur, weil ich von der Treppe gefallen bin, sondern... Mama, wie? Du gehst zur Hochzeit von Papa und Daves Mama? Mama, also bitte, müssen wir dann hier hinziehen? Nein, ne? Bitte was? Hier hinziehen? Ich weiß überhaupt nicht, von was ihr sprecht. Heiraten? Oh Mann, ich wusste es doch. Das ist doch wahrscheinlich wieder... Ach, das war Julians Idee. 100%. Mama, ich hab's mitbekommen, wie Daves Mama und Papa darüber geredet haben, über die Hochzeit und dass die Kinder nicht dabei sein sollen, weil wir wahrscheinlich wieder ganz schlechte Stimmung verbreiten würden. Also, was soll das denn sonst heißen? Oh nein. Daves Onkel heiratet nächste Woche und wir wollten euch Kinder nicht dabei haben, weil wir dachten, dass es wieder total langweilig wird. Das ist doch seine dritte Hochzeit. Ach Julian, erstmal hör auf, irgendwelche fremde Gespräche zu belauschen. Da kommt irgendwie nichts bei rum. Und dann auch noch irgendwelche Märchen darüber zu erzählen. Das sind alles nur Gerüchte gewesen. Oh, okay, dann habe ich das wohl ein bisschen falsch verstanden. Okay, falscher Alarm. Oh, Julian, das war ja mal wieder so klar. Ich höre nie wieder auf dich. Warum hey, du hast es auch geglaubt. Immer? Also jetzt muss ich erstmal tief durchatmen. Also nicht mit Julian in ein Zimmer, Gott sei Dank. Hannah, mach dir mal keine Sorgen. Also der Dave, der wäre sowieso nicht in mein Zimmer gekommen. Der hätte wahrscheinlich in der Garage geschlafen oder so. Naja, dann hat sich das ja geklärt mit der Hochzeit. Dann können wir die Kinder jetzt ja definitiv hier zu Hause lassen. Und ich glaube, die wollen jetzt auch gar nicht mehr mit. Und gibt's dann trotzdem Torte dann? Oder wie? Puppe, du musst dir gar keine Sorgen machen. Das wird schnell vorübergehen, okay? Ich verspreche es dir. Hey, alles klar da vorne? Kannst jetzt mal endlich bitte losgehen? Ja, okay, aber du musst dir wirklich ganz große Mühe geben. Ich möchte nicht, dass da was schief geht, okay? Oh, Emma, was soll das denn jetzt bitte? Ich gebe mir immer sehr, sehr viel Mühe. Ich bin Julian Vogel, der Profi. Oh, gleich geht's los. Ich kann nicht hinsehen. Einfach stillhalten, Puppe. Hast du gehört? Achtung, ich springe! Julian, nein! Whoops, ist das etwa die Puppe hier unter dem Skateboard? Das wusste ich jetzt nicht. Sorry. Oh nein, du Arme. Julian ist einfach auf dich draufgesprungen. Ich hoffe, du bist nicht verletzt. Emma, ich schwör's dir, das war nicht meine Schuld. Wirklich nicht. Die Puppe hat sich bewegt. Sie hat sich bewegt. Sie ist lebendig. Und deswegen, ja, genau deswegen. Ich glaub dir kein Wort. Du hast es absichtlich gemacht. Du hast gesagt, du springst nicht da drauf. Und dann hast du sie doch getroffen. Das sag ich jetzt Mama. Emma, Scheiß, stopp, bitte nicht Mama sagen. Emma, sag schon, was muss ich tun, damit du es Mama nicht sagst, ne? Lass mich mal überlegen, also wenn du es jetzt Mama nicht sagst, ne? Dann kriegst du beim nächsten Essen mein Fischstäbchen. Fischstäbchen? Ich glaube, ich habe da eine viel bessere Idee. Ja. Schlaf, Kindchen, schlaf, deine Mama ist ein Schaf. Oh Gott, nein, auf was habe ich mich nur eingelassen? Ich hätte dir doch meine Fischstäbchen geben können, oh Gott. Ich schau mal nach Julian und Emma. Irgendwie ist es verdächtig ruhig da oben. Schlaf, Kindchen, schlaf. Und schläfst du schon? Das ist ja toll, dass ihr zusammen spielt. Julian, bist du das Baby? Na, wonach sieht das hier wohl aus? Natürlich, ich bin das Baby und ich will eigentlich gar nicht schlafen. Und mir ist schon ganz schlecht von dem ganzen Geschaukel hier. Dass du das freiwillig machst. Emma, was hat er denn verbrochen, dass er jetzt hier in der Puppenwiege liegt, hm? Was er gemacht hat? Er ist mit dem Skateboard auf meine Puppe gesprungen, ja. Und deshalb ist er jetzt hier in der Wiege, weil er versprochen hat, er macht das und ich verpetz ihn nicht. Oh, jetzt hab ich's doch gesagt. Julian, wie oft soll ich dir es noch sagen? Kannst du nicht irgendwie über was anderes springen oder das mit dem Skateboardfahren komplett hier im Haus sein lassen? Oh, Emma, dein Ernst jetzt wirklich? Oh, toll, jetzt war das ja komplett hier umsonst mit der Wiege, danke. Oh, wieso denn umsonst? Ich finde, es hat großen Spaß gemacht. Das ist mir halt so rausgerutscht, okay? Hat's da gerade geklingelt? Ich komm gleich. Also Kinder, ich muss kurz nach oben. Und Julian, es wird hier jetzt nicht mehr gehüpft. Egal, mit dem Skateboard oder was auch immer. Nicht hier drin. Eieiei, es ist immer verdächtig, wenn es irgendwie ruhig ist um die beiden. Guten Tag, ich habe eigentlich nichts bestellt. Also, wieso denn eine Lieferung? Oh doch, für Frau Claudia Vogel oder Vogel Claudia. Ist doch das Gleiche, ich hol's mal gerade. Vielleicht habe ich ja bei einem Preisausschreiben gewonnen oder vielleicht schickt mir meine Mutter was zu. Oh, mein Rücken tut ja schon weh. Was ist das nur für ein großes Paket? Was haben Sie hier nur bestellt? Also, sowas Großes habe ich ja noch nie ausgeliefert. Was ist das? Das Paket ist ja fast so groß wie unser Haus. Oh, ja, ich habe keine Ahnung. Viel Spaß beim Auspacken. Vielleicht ist es ja ein Auto. Hä? Ich bin auch gespannt. Mal sehen, was da drin ist. Direkt mal aufmachen. Was ist das denn? Und wer schickt uns denn sowas zu? Das sind riesige Squishies. Ein gigantischer Hund guckt mich an. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Julian damit was zu tun hat. Der hat doch bestimmt wieder irgendwas bestellt, was er nicht durfte. Julian, hast du mir vielleicht was zu beichten? Gibt's irgendwas, was du mir vielleicht sagen willst? Oh, stinkt es noch? Sorry, ich habe ein bisschen gepupst, aber eigentlich schon vor 5 Minuten. Liegt der Geruch hier immer noch im Zimmer?
Nein, das meine ich nicht. Julian, sag mal, hast du vielleicht in letzter Zeit was bestellt, was du nicht bestellen durftest? Nein, Mama, ich glaube nicht. Ich meine, das mit dem Getränkeautomaten und das mit der eigenen Toilette und so, das ist doch schon voll lange her. Seitdem nichts mehr, glaube ich. Okay, vielleicht solltest du trotzdem mal mitkommen und dir das angucken. Vielleicht hilft dir das deinem Gedächtnis auf die Sprünge, hm? Oh, habe ich etwa was bestellt? So aus Versehen? Vielleicht in einer App oder so? Kann gar nicht sein. Ich will jetzt aber auch wissen, was Julian da geholt hat. Hoffentlich ist es was Cooles, wo ich auch mitmachen kann. Also Julian, wo kommen diese Teile her? Wie viel hat das gekostet und an wen soll ich das zurückschicken? Oh, was ist das denn? Das ist ja echt heftig. Riesige XXS-Squishies. Oh, dieser gigantische Hund, der gehört mir. Also das Gesicht von einem gigantischen Hund. Oh, ist ja flauschig und wie das duftet. Nicht so wie mein Pups. Oh, und ich nehme diese rosa Zuckerwattenwolke mit dem Schnurrbart. Cool, da sinkt man richtig ein. Oh, und diese komische Wolke hier, die aber so süß lächelt, die kann ruhig... Hannah, danke, Mama, ich würde dich jetzt am liebsten abknutschen. Mach es aber nicht. Du bist die beste Mama, die es gibt. Ja, bitte, ich habe das nicht geholt. Und Kinder, ich glaube, wir können das nicht behalten. Hat das vielleicht Papa bestellt? Ist doch egal, wer das geholt hat. Ich find's richtig klasse. Oh, das muss ich sofort Hannah sagen. Hannah! Martin, ja, ich weiß, dass du auf der Arbeit bist. Natürlich, ich ruf doch auf der Feuerwache an. Sag mal, hast du was bestellt? So riesige Squishies? Oh, ich habe auch schon eine super Idee, was wir mit euch so anstellen können. Ihr kommt jetzt erstmal nach oben. Oh, ich find's richtig cool, dass ihr das für mich aufgehoben habt. Ich liebe Regenbögen. Oh, ich habe eine super Idee. Wir können auch diese Squishies hier so als Hüpfbälle benutzen. Wir können auch drauf hüpfen, oder nicht? Und uns fortbewegen. Oh, das ist eine coole Idee, aber wir müssen es schnell machen, weil die sinken ja so schnell ein. Ach, ich glaube, ich gucke euch zu. Also mir reicht das Squishy so. Ich setz mich einfach gemütlich drauf. Emma, bist du bereit? Also ich springe jetzt auf dein Squishy und du auf mein und ich gehe schon ein. Oh, das ist wie Treibsand. Los, spring! Oh Mann, das ist cool. Super Landung. Also so wie es klingt, haben die Kinder wirklich mächtig Spaß da oben. Ach, das sei ihnen gegönnt. Hm, hat sie gerade schon wieder geklingelt? Wer mag das jetzt wohl sein? Schon wieder der Lieferant. Oh, bitte nicht noch so eine riesige Ladung Squishies. Jetzt bitte sagen Sie nicht, dass Sie noch so ein gigantisches Paket haben. Bitte nicht, ich möchte keins mehr annehmen. Oh nein, ganz im Gegenteil. Also die Squishies, die sind eigentlich nicht für Sie gedacht. Also Sie heißen ja Claudia Vogel und nicht Vogel Claudia. Also mir tun Sie irgendwie einen kleinen Gefallen, wenn Sie die wieder mitnehmen. Aber ich glaube, meine Kinder, die werden wirklich erschüttert sein darüber. Oh, vielen Dank und es tut mir leid für die Umstände, die ich Ihnen gemacht habe. Also ich nehme die da mal wieder mit. Also mir hat das keine Umstände gemacht, wirklich. Ich bin froh, wenn die weg sind. Aber ich glaube, meine Kinder trennen sich nicht so gerne davon. Nein, bitte nicht, bitte. Wie viel Geld muss ich Ihnen geben, damit Sie diese Dinger hier lassen? Bitte. Du kannst mein ganzes Taschengeld haben, wirklich. Ich gebe dir 7 €. Bitte, lass das hier. Ich habe ja gesagt, es wird nicht so einfach, meine Kinder davon loszubekommen. Viel Glück. Oh, diese Squishies, die machen einen total verrückt. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Julian Vogel, Ihr klügster Moderator hier im Fernsehen. Willkommen bei der Sendung Experimentieren für Schlaue. Oh, entschuldigen Sie bitte, das Studio scheint nicht ganz aufgeräumt zu sein. Hier hat noch jemand den Klodeckel oben gelassen. Das gibt Ärger, sage ich euch. Nun gut. Heute geht es um Drachen. Wir gehen einer ganz, ganz spannenden Frage nach. Und zwar kann dieser Drachen ja auch Feuer speien. Und vielleicht können wir ihn, wenn wir ihn unter eine kalte Dusche stellen, vielleicht macht er dann kein Feuer mehr. Und das wollen wir heute mal testen in einem Experiment. Julian, könntest du bitte aufhören, auf deinem neuen Füller rumzukauen? Den habe ich dir gerade erst für die Schule gekauft. Oh Mama, das ist jetzt gerade mein Mikrofon und ich bin gerade live auf Sendung. Also ich kaue nicht darauf, ich rede nur da rein. Entschuldigen Sie bitte, wir haben hier ein paar technische Probleme. Na gut, wer es glaubt, wird selig. Also nicht auf dem Füller rumkauen. Ich kaufe keinen neuen. Naja, die Zuschauer, Sie sind wahrscheinlich sehr gespannt. Jetzt kommt die kalte Dusche. Julian, was machst du da mit meinem Drachen? Lass das sofort sein. Oh Mann, kann man nicht mal in Ruhe hier eine Show durchziehen? Oh, das ist ein Experiment. Wonach sieht das denn aus? Experiment? Ich nehme jetzt meinen Drachen und hau ab. Du lässt die Finger von ihm. Du hast nicht gefragt, ob du ihn dir ausleihen kannst. Lass ihn in Ruhe. Oh, das darf doch nicht wahr sein. Heute an meinem ersten Tag hier. Oh, das hinterlässt gar keinen guten Eindruck. Das ist meine Show. Und war die Moderation erfolgreich, Julian? Moderation hin oder her. Der kriegt mein Drache nicht für die Show. Kann er total vergessen. Der macht ihn kaputt. Oh, wegen dir konnte ich jetzt mein Experiment nicht durchführen. Oh, ich sag dir, also der Produzent, der wird echt... Oh, ich glaube, ich bin gekündigt. Ich verstehe ehrlich gesagt gar kein Wort, außer dass ihr schon wieder streitet. Vielleicht sollten wir lieber rausgehen mal und ein bisschen was unternehmen, oder? Ist doch langweilig die ganze Zeit hier im Haus. Deshalb schlage ich vor, dass wir ins Einkaufszentrum gehen. Ich wollte eh noch ein paar Sachen besorgen. Also, wir treffen uns unten. Oh, toll. Ich dachte, wir gehen auf den Spielplatz. Einkaufszentrum, naja.
Oh yes, dann kann ich wieder ein bisschen Taschengeld ausgeben. Naja, momentan habe ich nicht so viel, aber vielleicht finde ich ja was. Können wir dann los? Wo ist denn Emma eigentlich? Mama, ich habe keine Ahnung und ehrlich gesagt interessiert mich das doch nicht. Können wir jetzt nicht los? Stopp. Ich komme mit. Ich musste nur kurz meinen Rucksack holen. Ach, wie ich sehe, hast du direkt deinen Rucksack für die Kita genommen. Und der muss jetzt für den Einkauf herhalten? Na, selbstverständlich. Ich muss ihn doch erstmal ein bisschen Probe tragen, so wie neue Schuhe. Da muss ich erstmal meinen Rücken anschmiegen. Wir verschmelzen dann. Wir sind dann eine Rucksackperson. Bla, bla, bla. Emma, ist jetzt gut? Können wir jetzt mal bitte los? Hallöchen, liebe Leute. Möchte hier kein Eis? Also, der Sommer ist, der ist noch da. Anscheinend ist der Sommer wirklich vorbei. Also, ich dachte, er wäre noch da. Aber ich habe noch so viel Eis. Oh, das Geschäft läuft gar nicht momentan. Entschuldigen Sie? Oh, möchten Sie etwa ein Eis? Vielleicht Waldmeister, Himbeere, Erdbeere, Schokolade, Vanille? Ach, schmeckt alles sehr, sehr köstlich hier bei mir. Ehrlich gesagt, nein. Ich wollte nur fragen, ob Sie meinen 200-Euro-Schein wechseln können. Ich brauche den für die Parkuhr. Was? 200 Euro? Nein, nein, nein. Also ich habe heute noch gar nichts eingenommen. Also das könnte ich auch gar nicht wechseln. Und 200 Euro, so viel? Ach, meine feine Nase. Sie riecht was. Könnt ihr es riechen? Waldmeister-Eis! Also Kinder, ich möchte wie immer, dass wir schön zusammenbleiben. Ich möchte hier nicht, dass sich irgendwie ein Kind verläuft oder dass ich eins verliere. Oh, da ist dieser rothaarige Junge. Wie hieß er nochmal? Julian oder Julian? Ja, der kauft doch immer Eis. Oh, ich trau meinen Augen nicht. Heilige Macaroni, was ist das denn? Oh nein, seine kleine Schwester hat den Kaugummiautomaten entdeckt. Oh, bitte nicht, komm schon zum Eis. Emma, was hast du denn da gesehen? Also ich wollte mir eigentlich gerade ein Eis holen. Julian, guck dir das an. Wo kommt dieser Automat her? Da gibt's richtig coole Obstkaugummis. Cool. Lecker, lecker, lecker. Oh, das ist ja Wahnsinn. Das habe ich ja noch nie gesehen. Ich brauch das. Julian, wärst du nur hier hingekommen, oder? Hieß der Julian? Mein einziger Kunde. Und den habe ich auch verloren. Oh, hier kommt aber auch ein starker Waldmeistergeruch raus. Vielleicht war es das auch, was ich eben in der Nase hatte. Oh, das riecht wirklich toll. Oh, Kinder, muss das wirklich sein? Kaugummi? Aber nur, wenn du mir versprichst, Emma, dass das nicht wieder irgendwo landet, wo es nicht hin sollte. Ich verspreche hoch und heilig, ich werde das Kaugummi nicht runterschlucken und auch nicht in meine Haare schmieren. Na gut, das wollte ich hören. Dann holt euch mal schönen Kaugummi. Geld habt ihr ja. Ich bin dann hier vorne im Handtaschenladen, wenn was sein sollte. Oh, Julia, wir müssen uns unbedingt so ein Kaugummi holen. Los. Du hast doch Geld, oder? Ich muss mir jetzt erstmal überlegen, welche Sorte ich haben will. Erdbeermelone oder... Aber ich habe Waldmeister hier nicht gesehen, oder ist das so eine Mischung? Ich glaube, das kann man sich nicht aussuchen. Man tut da Geld rein und dann kommt irgendeins hier unten raus. Okay, gut. Also ich habe hier das Geld und das können wir jetzt in den Automaten stecken und dann kriegen wir Kaugummis. So, und jetzt einfach drehen euch, liebe, dieses Geräusch. Mal gucken, was da rauskommt. Hoffentlich Erdbeere. Oh, da kommt ja gar nichts raus. Hallo, da ist ja ein Echo. Wo ist denn das Kaugummi? Oh, das kann doch nicht sein. Das ist ein Verbrecher-Kaugummi-Automat. Der hat mir einfach mein Geld geklaut. Ich habe Geld reingetan und es ist nicht rausgekommen. Oh, du blödes Teil. Ich schüttel dich die ganze Zeit. Jetzt rückt das Kaugummi raus, Manno. Emma, du musst jetzt hier warten, okay? Also es kann ja nicht sein, dass mein Taschengeld hier jetzt weg ist. Da muss doch... Hallo, Polizei! Okay, ich warte jetzt hier. Keiner darf kommen und den Kaugummi-Automaten benutzen. Nachher kommt da doch ein Kaugummi raus von Julians Geld. Das kann nicht sein. Aber das Loch hier unten ist so groß. Da passe ich doch bestimmt rein. Vielleicht kann ich da irgendwie reingreifen oder so und das Kaugummi rausholen. Das ging wirklich leichter als gedacht. Aber wie komme ich denn jetzt... wieder raus? Hey, sind Sie nicht der neue Besitzer hier? Also nach Nils, hier vom Einkaufszentrum? Der Kaugummiautomat, der hat mein Geld gefressen und das möchte ich zurück. Oder Kaugummis? Ja, genau der bin ich. Sag mal, Kleiner, wie viel Geld hast du denn da reingesteckt? Ja, mein Taschengeld waren 5 Euro. 5 Euro? Machst du Witze? Da kommen doch nur 1-Euro-Stücke rein. Kannst du nicht lesen, Mensch? Jetzt ist der ganze Automat lahmgelegt. Oh, jetzt muss ich den Haustechniker extra holen. Mann! Okay, ich bin dann unten. Ich guck mal, was Emma macht. Oh nein, das darf doch nicht wahr sein. Oder träume ich gerade? Emma, wie hast du das denn gemacht? Also, wie sind denn so viele Kaugummis rausgekommen? Also, das ist doch mehr als 5 Euro. Lass die Kaugummis da liegen, hol mich lieber hier raus, Julian! Oh, sorry, das habe ich ja gar nicht gesehen. Wie bist du da nur reingekommen? Hilfe! Also, es sieht ja aus wie so in so einer... Bist du ein Astronaut? Hol mich raus! Warte, ich weiß nicht wie. Keine Panik, habe ich gesagt. Ich hol jetzt Mama. Aber vorher brauche ich erst noch dieses Melonenkaugummi, okay? Zur Stärkung, wirklich. Jetzt noch mal ganz von vorne, Julian. Was? Emma ist im Kaugummiautomaten drin? Wie soll das denn gehen? Oh Mama, wie soll ich dir das erklären? Bin ich Wissenschaftler? Sie ist da irgendwie reingeklettert. Keine Ahnung. Komm einfach mal mit und schau es dir selber an. Emma, was machst du denn da drin? Wie bist du überhaupt da reingekommen?
Komm sofort wieder raus! Oh Gott, nachher kriegt sie da drin keine Luft. Ich muss dringend Hilfe rufen. Hilfe! Emma, mach dir keine Sorgen. Oh, ja. Du brauchst keine Angst haben. Ich bin dein großer Bruder und ich werde dir helfen. Oh, bitte. Ah, hier in diesem Sportgeschäft muss doch irgendwas sein, womit ich den Kaugummiautomaten aufbekomme. Ah, perfekt. Naja, gut, ist zwar kein Hammer, aber ich bin hier auch nicht im Baumarkt. Aber so eine Hantel macht's auch. Hm, damit werde ich Emma befreien. Das klappt bestimmt. Oh, Emma, Achtung, Emma, Achtung. Jetzt? Ich schlag jetzt ganz, ganz voll zu. Vorsicht! Oh, ich bin frei. Das hat ganz schön gerumst. Oh. Emma, geht's dir gut? Wenn ja, schnapp dir jetzt ein paar Kaugummis. Los! Alles kaputt hier. So, komm, wir müssen jetzt schnell raus hier. Ja. Ich weiß schon, wie wir nach Hause kommen. Ich kenne den Weg und Mama bestimmt auch später, okay, wenn sie das sieht. Oh, ein Wunder, ein Wunder. Irgendeiner hat den Kaugummiautomaten zerlegt. Oh, Gott sei Dank, endlich. Jetzt kaufen die Leute wieder Eis. Hallöchen, liebe Leute. Ich habe hier leckeres Eis. Ja, Schokolade, Vanille, Zitrone. Schmeckt viel besser als Kaugummis. Also Kinder, ich will jetzt wirklich nochmal von euch erfahren, wie ist das genau passiert mit diesem Kaugummiautomaten und wer war das überhaupt? Also das war so, Mama. Oh Mann, wir kriegen total Ärger, Julian. Wir wollten das Kaugummi kaufen und Julian hat eine Münze reingetan, die hat den Automaten verstopft und ich bin da reingeklettert und dann steckte ich fest und ja. Und dann wollte ich Emma retten, weil ich bin ja der große Bruder, dann bin ich ins Sportgeschäft und hab so eine Hantel besorgt und dann einfach das Glas zerschlagen, ja. Kinder, das könnt ihr doch nicht einfach machen. Ihr könnt doch nicht einfach fremdes Eigentum zerstören. Ich will, dass ihr sofort auf euer Zimmer geht. Ich bin wirklich sauer. Oh, auf was für Ideen kommen die beiden denn nur? In einen Kaugummiautomaten klettern, das Ganze noch zerlegen? Ich hoffe nicht, dass sie noch irgendwas gestohlen haben. Oh, hast du das gesehen? Mama hat wieder den ernsten, wütenden Blick drauf. Oh. Sag mal, Julian, hast du noch welche von diesen Kaugummis, die wir mitgenommen haben? Ich habe immer noch nicht ein einziges probiert. Aber klar, natürlich. Ich habe ein paar mitgenommen, als wir gegangen sind. Ich meine, ich habe ja dafür gezahlt. Guck mal hier, siehst du, wie viele das noch sind? Wow, welche Sorte nehme ich denn mal? Und wie viele sind das? Kannst du das mal auskippen, Julian? Wir können ja 50-50 machen, jeder bekommt seinen Anteil. Oh, wow, cool, ich nehme das mit Banane und das mit Kiwi. Könnt ihr mir mal bitte erklären, was hier los ist? Was ist das da? Was, Julian? Das hier? Das ist Obstsalat. Ja, gesund. Julian und Emma, das ist doch jetzt nicht wirklich euer Ernst, oder? Habt ihr extra noch was aus dem Kaugummi-Automaten geklaut? Das ist euer Diebesgut, oder? Geklaut vielleicht nicht, aber das lag auf dem Boden. Das würde sowieso keiner mehr haben. Da ist bestimmt schon total viel Sand dran. Mama, ich hab das nicht geklaut. Ich hab doch die 5 Euro reingetan, mein ganzes Taschengeld. Und dann kam das Kaugummi raus. Kinder, das könnt ihr nicht behalten. Ich werde das jetzt mitnehmen. Das ist konfisziert. Aber Mama, hey. Oh, toll, jetzt haben wir gar nichts mehr. Oh, dieser Kaugummiautomat. Blödes Teil. Hallo, hier ist Claudia Vogel. Spreche ich da mit dem Besitzer des Einkaufszentrums? Ja, genau, richtig. Ich würde gerne den Kaugummiautomaten ersetzen, den meine Kinder kaputt gemacht haben. Und natürlich auch die Kaugummis ersetzen. Was meinen Sie damit? Das geht nicht mehr, das sei zu spät. Wieso denn zu spät? Entschuldigung, es hat gerade geklingelt. Ich rufe später nochmal. Steht da etwa die Polizei? Was wollen Sie denn hier? Es liegt irgendwas vor? Gibt's ein Problem? Das könnte man so sagen. Also gegen Ihre Tochter, da liegt ein Haftbefehl vor. Ein Haftbefehl? Jawohl. Ach, sehen Sie mal an, was liegt denn da auf dem Tisch? Das ist doch wohl das Diebesgut, oder? Wird direkt sichergestellt. Also noch offensichtlicher geht es ja nicht mit der Beute, das verstehe ich nicht. Das ist sicherlich alles nur ein Missverständnis. Ein Haftbefehl gegen meine Tochter? Gegen Emma oder gegen Hannah? Ja, wahrscheinlich gegen Emma, oder? Wenn es um die Kaugummis geht. Ich wollte das ersetzen. Ich habe gerade noch mit dem Besitzer von dem Einkaufszentrum telefoniert. Davon wissen wir leider nichts. Ihre Tochter, die finden wir sicherlich oben, oder? Den Weg finden wir selber. Oh nein, jetzt ist die Polizei hier. Was soll ich denn jetzt machen? Oh, wir haben Besuch. Das hat Mama nicht gesagt. Also ich würde Ihnen jetzt gerne die Hand geben, aber ich muss ehrlich gestehen, ich habe meine Hände nicht gewaschen, nachdem ich hier vom Klo gekommen bin. Schon gut. Nein, wir wollen deine Hand sowieso nicht schütteln. Sag mal, wo ist denn deine Schwester Emma? Als ob ich das sage. Ich sag nichts ohne meinen Arzt. Ich meine meinen Anwalt. Naja, das war ja klar. Naja gut, wir suchen dann einfach selber. Oh, das ist ja wirklich klasse, wie toll du dich um die andere Puppe kümmerst. Super, habe ich euch gut beigebracht. Frau Emma Vogel, Sie sind festgenommen. Was, Frau? Ich bin keine Frau, ich bin ein Mädchen. Wieso denn festgenommen? Ich hab nichts getan. Julia, die wollen mich festnehmen. Hilfe! Oh, so wie es aussieht, wird die Kleine fliehen. Frau Emma Vogel, Sie sind festgenommen. Oh Mann. Wegen Diebstahl und Sachbeschädigung. Was? Aber ich war das mit dem Kaugummiautomaten. Ne? Ja. Also warum nehmen Sie denn jetzt Emma mit? Er hat auch die Kaugummis mitgenommen, nicht ich. Ja, aber hey Emma. Davon wissen wir nichts, aber wenn es so ist, dann können Sie auch direkt mitkommen. Aber es reicht doch, wenn jetzt einer mit muss, oder? Und außerdem, ich esse immer ganz viel. Und dann hat das Gefängnis vielleicht nicht mehr genügend Essen. Also, es reicht vielleicht immer. Oh, du Verräter! Julian, du musst dich gut um alles kümmern, um die Puppen und so. Und wehe, du gehst an meinen Kakao dran. Das ist alles abgezielt. So, Abmarsch, Frau Vogel. Hey, ich hupf mich nicht.
Mama, ich habe nichts getan. Die nehme ich jetzt mit und ich muss bestimmt ins Gefängnis. Ach, Emmerlein, ja, das ist wegen dem Kaugummiautomaten, aber ich versuche, was ich kann. Wir holen dich da raus. Wir haben einen Anwalt und Papa wird sich auch dafür einsetzen. Du wirst nicht lange da bleiben müssen. So, und das Liebesgut nehmen wir natürlich mit. Und wie das duftet. Ach, Wassermelone. Ach, meine arme kleine Emma. Jetzt wandert sie wirklich ins Kittchen? Oh Mann. Oh Mann, das ist aber keine Luxusvilla. Ich vermisse jetzt schon mein Zimmer. Wo ist das Prinzessinnenhaus? Ich habe nichts zum Spielen. Und diese Handschellen sind mächtig schwer. Naja, herzlich willkommen hier in der warmen Stube. Das ist dein Zuhause für die nächsten, ich sag mal, 6 bis 7 Wochen, bis der Prozess dann anfängt. Willst du mich veräppeln? Ich nehm dir mal die Handschellen ab. Oh Mann, ich will nach Hause. Ich habe nichts gemacht. Das war Julian. Und dieses Gefängnis ist einfach nur ekelhaft. Hier stinkt's, Bach. Und langweilig ist mir auch. Hier kann man nichts machen, außer Quatsch, Krach und schlafen. Ich bin auch ganz schön erledigt. Was für ein Stress. Ich kann dieses Gefängnis nicht ausstehen. Oh. Emmerlein, bist du schon wach? Hallo? Hast du dich hingelegt? Mama, oh, gut, dass du da bist. Bitte, ich will nicht ins Gefängnis. Gefängnis? Wieso solltest du denn ins Gefängnis? Na, wegen den Kaugummiautomaten. Sag bitte, dass du das alles schon bezahlt hast. Wenn du es nicht bezahlt hast, dann muss ich ins Gefängnis. Ich weiß es ganz genau. Ich habe das gerade geträumt. Also, hast du es bezahlt? Wir sollen doch jetzt eigentlich die erste Stunde Bio haben, aber irgendwie fehlen noch ganz schön viele Schüler. Hanna, guck mal bei mir. Hier ist noch gar keiner da. Boah, vielleicht haben manche Leute auch gar keine Lust auf Schule. Mann, jetzt stress sie doch nicht rum. Also, ich habe aber keine Lust, dass es irgendwie Ärger gibt oder so. Ich schaue einfach noch mal im Stundenplan. Den habe ich hier auf dem Laptop. Ach, Bio! Wir haben noch Bio, das ist doch im Bioraum! Leute, wir sind alle im falschen Raum! Bio ist doch unten in diesem Raum, wo wir die Spinne gesehen haben! Da müssen wir jetzt schnell hin! Oh, ich glaube, es klingelt gleich, wir müssen uns beeilen, es kommen wir alle viel zu spät! Becky, ich nehme mit dir zusammen den Fahrstuhl, ich helfe dir! Oh Mann, das ist auch echt was Neues! Früher kam immer der Lehrer in unseren Klassenraum und jetzt müssen wir die Räume wechseln! Oh, danke, Hanna, das ist wirklich nett, dass du mir hilfst! Ich hau schon mal ab, Leute, kommt hinterher! War hier nicht eben gerade noch Ronja? Ich meine, oder ist sie jetzt schon so schnell vorgelaufen? Keine Ahnung, die war doch gerade noch hier. Ich bin mal echt gespannt auf den Bio-Unterricht. Ich finde das, glaube ich, total spannend. Ist ja das erste Mal, dass wir Bio haben. Ja, ich auch. Ich frage mich wirklich, was wir als allererstes Thema hier haben. Vielleicht die Spinne, die da im Terrarium hockt. Ach, hier seid ihr ja. Oh Mann, wir waren die ganze Zeit im falschen Klassenraum. Das gibt's doch nicht. Oh, diese Schule, diese öffentliche Schule, es ist einfach nur furchtbar. Die Schüler sind total unbequem und die Tische sind echt dreckig. Sowas gab's bei mir auf der Privatschule nicht. Ich werde direkt mal hier auf die Biolehrerin warten. Die kriegt nämlich noch ein paar spannende Infos von mir zu hören. Ich glaube, die da hinten, die da kommt, das ist unsere Biolehrerin. Ja, die muss es sein. Sie sind doch Frau Pink, oder? Ja, genau, das bin ich. Unsere Biolehrerin. Ganz genau. Ich wollte Ihnen nur sagen, ich habe vorhin gehört, dass so ein paar Schüler gar keinen Bock haben auf ihren Unterricht. Keine Lust auf Biologie? Oder auch schwänzen, keine Ahnung. Also das kann ich ja überhaupt gar nicht verstehen, wie man keine Lust auf Biologie haben kann. Aber naja, danke, dass du mir Bescheid gesagt hast. Tatsächlich, einige Stühle sind noch frei. Stimmt das wohl, was die Schülerin da eben gesagt hat, dass die gar nicht kommen wollen oder zu spät kommen wollen? Ah, guck mal, da, Becky, da ist doch der Bioraum. Ja, genau. Passt geschafft. Ach, da oben ist ja Dave. Hey, Dave! Hallo! Dave? Oh Mann, der sieht mich überhaupt nicht. Ist einfach weitergelaufen. Hanna, wir haben jetzt Kannst keine du Zeit das dafür. Verstehen? Wir müssen los zum Unterricht. Wir kommen zu spät. Dave hat mich nicht gegrüßt, aber naja, gut, ich komme ja schon. Oh, die Lehrerin ist schon da. Hallo, Entschuldigung, dass wir ein bisschen später sind. Ach, naja, hallo. Ja, schön, jetzt sind auch alle da. Das müssen wohl die Kandidatinnen sein, die keine Lust auf den Biologieunterricht hatten. Oh Mann, das muss Frau Pink sein. Also irgendwie passt der Name zu ihr. Ja, liebe Schülerinnen und Schüler, mein Name ist Jessica Pink und ich unterrichte hier Biologie bei euch. In der ersten Stunde werden wir erst ein paar Fragen klären. Hat schon jemand von euch eine Frage? Frau Pink, ich habe schon eine Frage. Sagen Sie mal, ist das Skelett, was Sie da haben, ist das eigentlich von einem echten Menschen? Nein, also das ist aus Kunststoff. Nein, kein echtes Menschenskelett. Sonst noch Fragen? Ja, hier, ich hätte auch eine Frage. Ach ja, auf einmal doch Interesse an Biologie bekommen? Na, ja dann. Ja, ich habe Interesse an Biologie. Also, ich habe hier letztens eine Spinne gesehen, als wir hier rumgeführt wurden. In so einem Terrarium. War das eine echte Spinne? Ja, also tatsächlich, das ist eine echte Spinne. Die haben wir aber momentan an eine andere Schule verliehen. Die kommt demnächst dann wieder. Ich hätte auch mal eine Frage, vielleicht ein bisschen ungewöhnlich. Sagen Sie mal, woher haben Sie denn diese tollen Schuhe?
Oh, ja, das ist wirklich eine sehr ungewöhnliche Frage. Also, ich glaube ja, dass die aus so einer neuen Kollektion sind. Ich meine, Lagerfeld oder so, die sind ja wirklich unglaublich teuer. Das ist mir ja noch nie passiert, dass Schüler das erkannt haben, dass ich die neueste Kollektion trage. Ja, ja, genau, das sind die. Hässliche Schuhe. Hässliche Schuhe? Also, das ist zwar hier nicht das Thema, aber meine Schuhe beleidigen braucht man trotzdem nicht. Wer hat das gesagt? Ich meine, das kam da hinten aus der Richtung. Ich würde sowas natürlich niemals sagen. Also, ich weiß nicht. Das kam hier aus der anderen Richtung. Ich kann mir schon denken, wer das war. Also, hier, du bist schon ganz schön auffällig. Wie heißt du überhaupt? Ich heiße Hannah Vogel und ich habe das nicht gesagt. Also, ja. Komischerweise haben jetzt aber zwei Schülerinnen genau auf dich gedeutet. Das ist aber überhaupt nicht wahr, Frau Pink. Ich war das nicht. Also, ich würde sowas überhaupt gar nicht sagen. Ich finde ihre Schuhe nämlich schön. Naja, wir machen jetzt einfach mal weiter mit dem Unterricht. Also, ich wollte euch noch ein paar kleine Einführungen geben, was wir alles so hier im Schuljahr machen werden. Unser erstes großes Thema wird der menschliche Körper sein. Also, ihr seht, wir haben hier schon ein paar Abbildungen und das nehmen wir alles ganz genau durch, wie das so bei Menschen funktioniert. Also, unser allererstes Thema werden die menschlichen Organe sein und dann arbeiten wir uns weiter durch den Körper. Und jetzt also, kommt mein nächster Streich. Naja, und zum Ende des Schuljahres sollten wir dann den menschlichen Körper wirklich komplett durchgenommen haben und dann nehmen wir uns noch ein paar andere Themen vor. Moment, was ist denn hier auf dem Boden? Hier liegt ja ein Zettel. Frau Pinky Stinky? Also, das ist ja wohl eine Unverschämtheit. Wer war das? In all meinen Jahren als Lehrerin ist mir sowas ja noch nie passiert. Das ist eine glatte Unverschämtheit. Wer hat diesen Zettel hier hingelegt? Ich kann es mir schon denken, der lag genau vor deinen Füßen. Warst du das? Also, du kannst mit einer saftigen Zusatzaufgabe rechnen. Frau Pink, ich war das nicht. Wirklich nicht. Ich habe keinen Zettel geschrieben und ich habe auch nichts gegen ihre Schuhe gesagt. Das stimmt alles überhaupt nicht. Ich will ja keine Petze sein, aber ich meine, Hannah Vogel hat genau eben in dem Moment gerade einen Stift rausgeholt und den Zettel geschrieben. Habe ich gesehen. Genau da aus dem Rucksack, da hat sie den Stift hergenommen. Ich habe es genau gesehen. Hat sie gerade wieder weggepackt. Wie kann man sich in der ersten Stunde Biologie schon so schlecht benehmen? Also, du gehst bitte schön gleich zum Sekretariat und holst dir eine Zusatzaufgabe für zu Hause. Also sowas, das ist ja wirklich eine Unverschämtheit. Oh Mann, das sieht Hannah total ähnlich. Was macht sie nur für Sachen? Oh Mann, das war echt richtig fies. Also ich war das alles nicht und jetzt muss ich mir eine Zusatzaufgabe abholen. Jetzt muss ich die Pause wahrscheinlich noch da vor diesem Sekretariat verbringen. Oh Mann, ich kann mir schon total denken, wer das war. Ich hab das leider nicht mitbekommen. Ich will mich da nicht einmischen. Hey du, sag mal, stopp mal. Ich hab da was mitgekriegt. Ich hab da was über dich gehört. Die da hinten, da diese Hannah Vogel, die hat über dich gelästert. Ich weiß das. Sie erzählt voll die Gerüchte über dich hier in der Schule. Ach wirklich? Was erzählt die denn über mich? Sie hat gesagt, du hast total die hässlichen Haare und du würdest nur dreimal im Jahr oder so duschen. Das erzählt die über mich? Das ist ja total gemein. Wie kann die sowas sagen? Meine Haare sind doch schön. Die ist nicht nur zu dir so fies. Die hat schon ganz viele Sachen über andere Leute auch erzählt. Auch eben gerade über die Lehrerin. Hast du den Zettel gesehen? Mann, oh Mann, was die sich leistet. Sag mal, Hannah, hast du jetzt wirklich diese Aufgabe gemacht, die Lehrerin von dir haben wollte? Gemacht habe ich sie noch nicht. Ich habe sie mir nur abgeholt. Total fies. Ich finde, ich habe das überhaupt nicht verdient. Und die muss ich jetzt heute Nachmittag zu Hause machen und dann morgen abgeben. Was? Was steht denn jetzt hier? Tessa Schnösel hat kein Geld. Das ist nicht wahr. Ich bin reich. Hat es da jemand auf den Tisch geschrieben? Ich habe vorhin gesehen, dass Hannah Vogel die letzte war, die hier in diesem Raum saß. Die muss das gewesen sein. Leute, ihr habt es doch alle gesehen. Hannah Vogel ist doch vorhin auch zu spät gekommen zu Bio. Also, sie war das. Das kann doch wirklich nicht wahr sein. Wieso muss sich Hannah da einmischen? Warum muss die Familie Vogel unser Leben ruinieren? Tessa, ich hab das da nicht hingeschrieben. Was interessiert mich, ob ihr Geld habt oder nicht? Du weißt, dass ich mich überhaupt gar nicht für dich interessiere. Und über mich soll diese Hannah Vogel gesagt haben, dass ich stinke und hässliche Haare habe. Die ist total gemein zu uns allen. Ich bin zu euch allen gemein, das stimmt doch gar nicht. Ich finde euch eigentlich alle total nett und wir kennen uns doch alle auch noch gar nicht so richtig. Also dafür, dass wir uns hier nicht kennen, verbreitest du ganz schöne Gerüchte hier in der Schule? Also jetzt reizt mir wirklich. Ich stelle mich jetzt mal hier auf den Stuhl und ihr könnt mal eure Lauscher ein bisschen spitzen. Also Hannah Vogel, die ist total nett. Sie ist meine beste Freundin, schon seit der ersten Klasse. Und ihr könnt nicht so gemeine Sachen über sie sagen. Ich wette, das hat sich alles diese Ronja da vorne ausgedacht. Die hat uns schon immer in der Grundschule geärgert. Die mobbt richtig viel. Die hat sogar schon mal Hannah in die Toilette gesteckt. Das könnt ihr glauben oder nicht, aber ich war dabei. Ja, nicht nur in die Toilette gesteckt. Ich habe schon einige coole Sachen mit Hannah gemacht. Oh Mann, das war sowas von witzig. Bitte was? In die Toilette gesteckt? Wer macht denn sowas? Das ist hier total widerlich.
Ich habe auf jeden Fall nichts Gemeines gesagt. Weder über Frau Pink noch über sonst irgendjemanden. Wir kennen uns doch alle noch gar nicht gut. Lass uns doch einfach nochmal neu anfangen und uns kennenlernen. Hey Hannah, wie war's denn in der Schule? Nicht so gut? Nee, nicht so gut. Ist irgendwas passiert? Habt ihr vielleicht viele Hausaufgaben aufbekommen oder so? Kennst du noch diese Ronja, die mich schon immer in der Grundschule geärgert hat? Die ist jetzt wieder in meiner Klasse und die hat ein paar echt gemeine Sachen gemacht. So gemein, dass ich jetzt sogar eine Extraaufgabe machen muss. Extraaufgabe für dich? Aber ich dachte, Ronja ist diejenige, die dich geärgert hat. Ja, aber die anderen haben mir nicht geglaubt. Oh, das tut mir leid. Naja, ich gehe mal direkt hoch und dann mache ich die Aufgabe und meine Hausaufgaben. Oh Mann. Okay, Hannah, dann mach das mal. Und wenn du Hunger hast, meld dich. Ich mach dir dann was. Ich hab schon was gegessen, aber Hauptsache Julian nervt mich nicht wieder bei den Hausaufgaben. Hannah, Julian und Papa, die sind doch gar nicht da. Die sind zusammen weggefahren mit der Freiwilligen Feuerwehr. Naja, ach so, hatte ich schon wieder vergessen. Immerhin, dann wird Julian mich nicht nerven. Hauptsache Emma nervt nicht. Ich finde das echt so ungerecht. Warum ist Ronja so gemein zu mir? Ich dachte, das wäre jetzt endlich abgeschlossen, dieses Kapitel. Und jetzt muss ich noch eine Extraaufgabe machen. Wer, das macht die nochmal mit mir. Eieiei, Hannah war wirklich ziemlich schlecht drauf. Ich glaube, die hätte keinen guten Start in der neuen Schule. Vielleicht kann ich ihr irgendwie was Gutes tun, was sie wieder aufmuntert. Heute Morgen stand doch irgendwas hier in der Zeitung. Wo war das denn nochmal? Ach ja, da ist es ja. Ich glaube, das wird Hannah gut gefallen und mir auch. Das machen wir. Hä, was? Was machen wir? Kann ich da mitkommen? Ach, Emma, das wirst du später noch erfahren, aber du darfst selbstverständlich mitkommen, auf jeden Fall. Mama, man erkennt es an deiner Nasenspitze. Du hast irgendein Geheimnis. Los, sag schon, rück mit der Sprache raus. Na gut, Emma, vor dir kann man ja wirklich nichts verheimlichen. Also, es ist eine Überraschung für Hannah und zwar wird mir was mehr. Oh, Mama, das ist eine super Idee. Das wird Hannah richtig gut gefallen. Emma, aber nichts verraten, okay? Aber du kannst dir schon mal sagen, dass sie sich später ein bisschen Zeit für uns nehmen soll. Oh, ich glaube, ich werde das genauso machen wie Papa. Der hat ja letztens gesagt, wir gehen zum Zahnarzt, aber da waren wir im Vergnügungspark. Und so mache ich das jetzt auch. Ich denke mir irgendwas aus, sonst stimmt das gar nicht. Diese blöde Extraaufgabe. Wie kann man nur so gemein sein? Wie kann das alles so blöd sein? Hallo, Anna. Ich wollte dir nur Bescheid sagen. Wir fahren später zu Onkel Stefan. Wir sollen ihm bei irgendwas helfen. Oh, wie wann fahren wir zu Onkel Stefan? Und helfen? Etwa irgendwas arbeiten oder so? Och, nö. Ich wollte mich gleich endlich mal ausruhen. Der Tag war schon nervig genug. Anna, du weißt doch, Onkel Stefan hat uns schon so viel hier gebaut und geholfen. Dann müssen wir ihm doch auch mal irgendwie helfen. Das ist doch nur gerecht. Oh ja, ist vielleicht gerecht, aber ausgerechnet heute. Also Hannah, die weiß Bescheid. Von mir aus können wir das gleich losmachen. Und Mama, ich habe auch nichts verraten. Hannah hat keinen blassen Schimmer, wo es hingeht. Das ist gut, Emma. Hannah, kommst du dann? Wir wollen los. Ja, da bin ich ja schon. Du Mama, wenn wir bei Onkel Stefan jetzt arbeiten, muss ich mir dann was anderes anziehen? Also ich will mir ja nicht meine Klamotten so dreckig machen. Arbeiten bei Onkel Stefan? Hannah, nein, du musst dir nichts anderes anziehen. Du kannst so bleiben, wie du bist. Also, Emma kommt wirklich manchmal auf Ideen. Arbeiten bei Onkel Stefan? Das würden wir nie machen. Mädels, wollt ihr nicht einsteigen? Wir wollen los. Ich sitze aber vorne. Na gut, aber nur heute, Hannah. Naja, eigentlich lohnt es sich doch gar nicht. Onkel Stefan, der wohnt hier nur so 2-3 Straßen entfernt. Ja, genau, dann wollen wir mal zu Onkel Stefan fahren. Der wird sicherlich schon warten. Und jeder kriegt einen Hammer und einen Meißel in die Hand. Total komisch. Wir sind mindestens schon 10 Minuten gefahren oder so. Und Onkel Stefan wohnt ganz woanders. Geht's doch nicht zu Onkel Stefan? Nein, Hannah, zu Onkel Stefan geht's heute nicht. Wir sind jetzt da. Hier wollten wir hin. Wo sind wir hier? Hannah, Überraschung. Hier ist heute eine große Modenschau. Und ich dachte, du freust dich darüber, wenn wir da hingehen. Ob ich mich freue? Na sicher freue ich mich. Oh, wie cool, eine Modenschau. Ich liebe Modenschauen. Oh, und zum Glück müssen wir nicht bei Onkel Stefan arbeiten. Oder müssen wir da jetzt etwa an einem anderen Tag hin oder so? Nein, Hannah, das war alles nur ein Scherz von Emma. Kommt, wir suchen uns einen guten Platz. Oh Mann, klasse. Da wird dieser Tag doch noch ein bisschen besser. Dann kann ich auch endlich meine ganzen Sorgen von heute vergessen. Und Hannah, wenn du siehst, wer das Ganze moderiert, dann wirst du dich wahrscheinlich noch mehr freuen. Wer macht das denn? Herzlich willkommen zu unserer Modenschau. Ich bin Gabi. Sie kennen mich vielleicht von Playmobil's Next Topmodel. Oh, cool. Gabi macht das. Oh, wie klasse. Das erinnert mich an Playmobil's Next Topmodel Kids. Das waren noch Zeiten. Also, oh, Sie sind ja wirklich zahlreich erschienen. Wir werden heute ganz, ganz tolle Kleider sehen. Machen Sie sich auf was gefasst. Oh, wen haben wir denn da? Ein paar bekannte Gesichter auf jeden Fall. Ach, wenn das nicht Hannah ist, die hat doch Topmodel Kids gewonnen. Hannah, kommst du immer eben ganz kurz nach vorne? Oh Mann, jetzt darf ich sogar noch auf die Bühne kommen. Hannah, ganz kleines Problem. Das Kindermodel ist kurzfristig ausgefallen. Hast du Lust einzuspringen? Ob ich Lust habe einzuspringen bei einer richtigen Modenschau? Natürlich habe ich Lust. Mama, Gabi hat gefragt, ob ich mit
Hanna, wenn deine Mama einverstanden ist, dann los, hinter die Bühne umziehen. Gleich alles klar, los. Ja, ich geh schon. Oh Mann, dieser Tag wieder, was ein Wandel. Na dann darf ich den Startschuss für unsere große Modenschau geben. Auf die Bühne, ihr Models. Oh, jetzt geht's los. Oh, sehen die toll aus. Super. Mann, oh Mann, diese Kleider, die sind ja wirklich eins ist schöner als das andere. Und wo steckt Hanna? Kommt die auch noch? Mann, guck mal, da ist sie. Da ist Hanna. Hanna als... Was hat sie denn an? Was ganz anderes als sonst. Sie ist ein Model. Oh Mann, Hanna Vogel. Ein Fuß vor den anderen. Ich bin so aufgeregt. Mama, Emma, guckt mal, was ich anhabe. Ist das nicht schön? Hanna, das sieht toll aus an dir. Steht dir wirklich sehr gut. Könnt ihr bitte alle in einer Reihe bleiben und ganz normal weiterlaufen? Mama, ist dieses T-Shirt nicht zuckersüß? Also zuckersüß, weil es ein Muffin ist. Kann ich das vielleicht haben? Hanna, du kannst nicht einfach ins Publikum laufen. Bitte in der Reihe bleiben. Ach ja, die ist ja wirklich ziemlich aufgeregt. Man merkt, sie war schon länger nicht mehr auf dem Laufsteg. Oh Mann, das war eine echt tolle Modenschau. Diese Kleider. Also das war wirklich ein Erlebnis. Ich würde jedes Mal wieder zu so einer tollen Modenschau gehen. Das war wirklich schön. Also, da wären wir dann wieder. Das war wirklich eine tolle Modenschau. Hat's euch gefallen? Und Hanna, du sahst wirklich ganz, ganz schick aus. Danke, Mama. Das war eine richtig tolle Überraschung. Vielen, vielen, vielen Dank. Und ich glaube, so eine Modenschau ist dir auch wirklich lieber, als bei Onkel Stefan mitzuarbeiten, oder? Auf jeden Fall. Ich liebe Modenschauen. Also ich fand's ja schon ganz okay, aber mit so einem Hammer irgendwo drauf rumhauen, das fände ich noch cooler. Dann kann ich ja froh sein, dass wir diesmal nicht Onkel Stefan helfen mussten. Vor allem, wenn Julia nicht da ist. Wer kommt denn sonst auf so eine Idee? Ich mach mich dann mal ganz schnell fertig. Morgen ist ja wieder Schule und da will ich ja wieder fit sein. Und irgendwie bin ich jetzt auch wieder viel besser gelaunt. Emma, bist du hier unten? Emma! Komm mal! Komisch, in der Küche ist sie auch nicht, aber da hinten ist ja Mama. Mama, weißt du, wo Emma ist? Hey, Hanna, nee, Emma ist schon eine ganze Weile nicht hier unten. Die ist oben und spielt, glaube ich. Das ist ja komisch, ich war doch schon in ihrem Zimmer. Und da war sie nicht. Okay, vielleicht hat sie sich versteckt. Ach, wahrscheinlich soll das mal wieder ein Spielchen sein. Und ich hab dich, Emma. Ach nee, du bist ja gar nicht unter der Treppe. Wo könnte sie denn sonst versteckt sein? Also, wenn sie in meinem Zimmer wäre, das hätte ich doch gemerkt. Aber wo könnte sie sonst sein? Emma, wo bist du? Mäuschen, mach mal Piep. Aber in ihrem Zimmer habe ich doch schon geguckt. Ich weiß echt nicht, wo Emma ist. Emma! Na toll, unten ist sie überhaupt nicht. Und hier oben habe ich jetzt auch überall geguckt. Selbst in Julians Zimmer finde ich sie nicht. Oh, hier bin ich, Anna. Oh, hier. Hä, wo denn? Auf Julians Bett oder was? Bist du einfach wieder auf Julians Bett? Nein, ich bin hier im Regal. Komm doch da mal raus, Emma. Was machst du denn im Regal? Oh, ich musste mich dringend mal hinlegen und ich konnte nicht mehr in mein Bett gehen. Das war zu weit, also habe ich mich hier hingelegt. Was ist denn mit dir los? Warum bist du denn so komisch? Oh, Hanna, du kannst es gar nicht glauben. Mir ist so schlecht, so furchtbar schlecht. Ich habe viel zu viel gefuttert. Also, eben als du nicht da warst, als du noch in der Schule warst, da ist mir Folgendes passiert. Ich hatte Hunger und wollte was essen und dann wollte ich mich vor Mama verstecken, weil die war die ganze Zeit in der Küche und ich konnte da nicht hin. Und als Mama ganz kurz weggegangen ist, ich glaube, die ist auf Toilette gegangen, da musste ich die Chance ergreifen. Also Emma ist wirklich heute sehr, sehr ruhig. Sie ist wahrscheinlich total vertieft in ihr Puppenhaus. Von wegen, ich spiele doch nicht mit meinem Puppenhaus. Ich habe Hunger und ich will Süßigkeiten essen, ganz viele. Und kein Brot oder ein Apfel? Oh, was ist das denn cooles, lecker? Gummiwürmer und Schokotrops. Was esse ich denn davon als erstes? Ich esse einfach beides. Oh, das war echt super lecker, aber ich habe noch nicht genug. Ich guck mal in den Kühlschrank, vielleicht finde ich da noch mehr gute Sachen. Oh, das gibt es doch nicht. Lecker. Oh, zwei Donuts, eins mit Schokoglasur und eins mit Vanille und dann dieses riesige Herz. Ist das Schokolade auch? Oh, oder Lebkuchen noch? Also jetzt bin ich wirklich ein bisschen verwundert. Emma spielt gar nicht mit ihrem Puppenhaus. Ist sie etwa hier unten? Oh, ich glaube, Mama ist im Anmarsch. Das Herz habe ich schon gegessen, aber jetzt muss ich die Donuts hier auch noch vertilgen. Der Schokodonut ist jetzt weg. Jetzt zerstör den anderen. Los. Vielleicht ist Emma ja da hinten im Wohnzimmer und guckt ein paar Cartoons. Habe ich wahrscheinlich überhaupt nicht mitgekriegt. Oh, Glück gehabt, Mama. Sie hat mich nicht gesehen. Sie läuft einfach an mir vorbei. So, jetzt aber schnell nach oben. Oh, mein Bauch zieht mich ganz schön runter. Ich habe alle Spuren verwischt. Ich glaube, die merkt das nicht. Habe ich da gerade was gehört? Emma, bist du das? Emma! Ja, Mama, ich bin oben. Ich spiele mit meinem Schloss. Was ist? Oh, ich glaube, bis zum Schloss schaffe ich das nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich bin so total vollgefuttert. Das war so anstrengend.
Oh, vielleicht kann ich mich hier ganz kurz auf den Teppich legen von Mama und Papa. Ich kann keinen Meter mehr gehen. Oh, ist mir übel. Nee, ich versuche lieber in mein eigenes Zimmer zu kommen. Dann lege ich mich schön in mein Bett und mache Mittagsschlaf. Oh, nee, bis in mein Zimmer schaffe ich das niemals. Und auf Julians Bett kann ich sowieso nicht klettern. Ich lege mich einfach hier ins Regal. Ich gebe auf. Emma, das hast du alles gegessen? Gummiwürmer, Schokolinsen, 2 Donuts und noch ein großes Lebkuchenherz? Du bist ja verrückt geworden. Du bist doch total klein, das passt doch alles gar nicht in deinen Körper rein. Kein Wunder, dass du jetzt Bauchschmerzen hast. Ich kann mich überhaupt nicht bewegen. Du glaubst gar nicht, wie furchtbar ich mich fühle. Aber glaub ja nicht, dass ich dich rübertrage. Das war gerade schon schwer genug, dich da aus dem Regal rauszuheben. Du wiegst irgendwie 100 Kilo mehr als sonst. Aber verdient hast du es eigentlich nicht. Aber ich habe eine sehr gute Idee. Warte mal kurz hier. Wo soll ich denn auch hingehen? Ich kann sowieso mich nicht bewegen. Ich kann nur rollen oder liegen. Emma, nicht gucken. Das wird eine Überraschung für dich. Oh, ob ihr das so gut gefallen wird, wo sie sowieso schon so überfuttert ist? So viel Essen? Ist ja kein echtes Essen. Emma, kannst gucken. Hä, Hanna, das ist ja wohl ein schlechter Scherz. Was soll ich denn jetzt mit den ganzen Sachen? Als ob ich die noch essen könnte. Soll ich platzen? Nein, Emma, das sind Squishies. Leg dich doch einfach drauf. Das wird richtig gemütlich. Dann kannst du dich ein bisschen ausruhen und dann geht's dir gleich sicher wieder viel besser. Oh, das ist aber richtig flauschig und gemütlich, diese Squishies. Die sehen genauso aus wie die Kaugummis, die letztens. Ach, da warst du ja gar nicht da. So, komm, leg dich schön in der Mitte drauf und dann ruh dich aus. Und Emma, das soll dir eine Lehre sein. Du darfst nie wieder so viel essen. Oh, aber das war so lecker. Ich liebe Donuts. Naja, dann lass ich dich mal in Ruhe. Ich mach mal ein bisschen Hausaufgaben oder so. Oder geh ein bisschen zur Mama. Ob Emma wohl wirklich das alles gegessen hat, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Vielleicht hat sie sich das auch nur ausgedacht. Ich dachte, wir hätten noch Donuts. Aber vielleicht haben Martin und Julian die mitgenommen als Proviant. Ach, wahrscheinlich ist es auch nicht die richtige Zeit für Donuts. Ich werde erstmal Mittagessen machen. Es wird eine schöne Suppe geben und ein paar frische Brötchen. Das wird den Kindern schmecken. Was ist das denn hier? Wo kommt das denn auf einmal her? Habe ich das vielleicht beim Einkaufen vorhin verloren? Aber die Sachen sind ja leer. Keine Ahnung, wo lässt denn hier Müll rumliegen? Ach, ich werde das mal wegwerfen. Vielleicht war das auch Julian oder so, der das heimlich gegessen hat und dann hier versteckt hat. Ach, Julian macht Sachen. Hallo Mama, ich habe schon ganz viel Hunger. Gibt's jetzt gleich Mittagessen? Ja, Hanna, du kannst schon mal Emma Bescheid sagen. Das Essen ist gleich fertig. Ich glaube, Emma möchte heute nichts mehr essen. Okay, das kommt mir schon ein bisschen komisch vor. Normalerweise hat sie mal einen Riesenhunger. Ich habe sie die ganze Zeit nicht gesehen und jetzt will sie noch nicht mal zum Essen kommen? Ich werde am besten mal nach ihr sehen. Nachher ist sie krank oder so. Was ist das denn? Oh, hallo Mama, du solltest mich eigentlich nicht so sehen. Oh. Emma, wo kommt denn das ganze Essen her? Sind das etwa die Kaugummis aus dem Automaten? Was soll das denn hier? Nein, Mama, warum sollte ich mich denn auf Essen legen? Das sind Squishies. Und das ganze andere Essen habe ich schon aufgefuttert. Es tut mir leid. Emma, du warst das? Und ich habe die ganze Zeit gedacht, Julian sei das gewesen, bevor er mit Papa weggefahren ist. So viel hast du verdrückt? Oh ja, und deshalb ist mir auch total schlecht. Ich kann mich nicht bewegen. Und deshalb lege ich mich jetzt hier den ganzen Tag auf dieses Squishy-Bett. Da ist es noch einigermaßen auszuhalten. Papa! Papa, komm mal! In meinem Zimmer ist ein Schmetterling, der ist durchs Fenster reingeflogen. Den müssen wir fangen. Oh Mann, Papa ist manchmal total taub. Papa, wenn der jetzt nicht kommt, dann fange ich den eben alleine. Pia und Dave haben noch die Tüte hier vergessen. Dann komm mal vorsichtig hier rein, Schmetterling. Ganz, ganz vorsichtig. So, und hier auf der Terrasse lasse ich dich jetzt fliegen. Komm raus aus der Tüte. Du bist frei. Was sitzt du denn hier noch so rum? Und warum guckst du so? Du kannst doch wegfliegen. Oh Mann, das war aufregend mit dem Schmetterling. Aber was wollte ich denn eigentlich machen? Ach ja, ich wollte doch gerade Papa fragen, ob wir heute in den Aquapark gehen. Hey Mama, wo ist denn Papa? Hanna, du weißt doch, dass Papa nicht da ist. Der ist doch mit Julian weggefahren. Ach ja, oh Mann. Und ich dachte schon, Papa wäre taub. Ich habe den die ganze Zeit gerufen. Naja, aber schlecht hören tut er ja sonst auch manchmal. Papa! Papa, du musst mir mal kurz helfen. Oh, jetzt ist mir die Puppe dahinter gefallen. Papa muss sie wieder rausholen. Papa! Oh Mann, wenn Papa nicht da ist, können wir überhaupt nicht in den Aquapark gehen. Muss ich Emma Bescheid sagen. Papa, wo bist du denn? Komm mal, hallo. Macht Papa vielleicht wieder so einen Mittagsschlaf am helllichten Tag? Oh, Papa. Nee, da ist er gar nicht.
Hast du Papa gesehen? Weil der soll mit seinen langen Armen hinter mein Bett greifen und meine Puppe wieder hervorholen. Och, Emma, Papa ist doch nicht da. Ich hatte es auch vergessen. Und das größte Problem daran ist, wir können nicht zusammen mit ihm in den Aquapark. Mama hat bestimmt wieder keine Lust. Oh Mann. Das wäre richtig toll gewesen. Finde ich auch. Mann. Wir wollen, dass Papa wiederkommt. Genau, wir wollen Papa zurück. Jetzt. Wir wollen Papa zurück. Was ist da denn los? Es ist ja wirklich süß, dass sie den Papa vermissen. Er kommt doch schon bald wieder. Was soll ich denn jetzt machen? Mama, wir wollten eigentlich fragen, ob Papa mit uns wegfährt. Genau, der sollte mit uns in den Wasserpark. Ja. Rutschen. Kinder, ihr wisst, Aquapark ist gar nicht mein Ding. Vielleicht ist das wirklich eine Aufgabe für Papa, aber erst, wenn er wieder da ist. Wir könnten vielleicht was anderes machen. Vielleicht ins Einkaufszentrum gehen. Ich könnte wirklich ein paar neue Schuhe gebrauchen und ihr könnt mich beraten. Was ist das denn? Aquapark ist doch viel besser als Einkaufszentrum. Wir wollen den Aquapark, nicht ins Einkaufszentrum. Papa macht immer viel lustigere Sachen mit uns, Mama. Ich hab euch was angeboten. War nur ein Vorschlag. Dann spielt zu zweit. Ich hab keine Ideen sonst. Oh Mann, das ist ein echtes Problem, dass Papa jetzt nicht da ist. Denkst du das gleiche wie ich? Ich kenne nämlich jemanden, der kann jedes Problem lösen. Geniale Idee. Wir rufen Onkel Stefan an. Hallo Onkel Stefan, hier sind Hannah und Emma. Onkel Stefan, kannst du vorbeikommen, weil dann du kannst auch ruhig deine Badesachen mitnehmen, wenn du willst. Und wenn du keine Lust hast auf Badeklamotten, dann können wir auch irgendwas anderes spielen. Stefan, was machst du denn hier? Bitte nichts hallo, reparieren Claudia. Und nichts aufbauen, bitte nicht. Sag bloß, Hannah und Emma haben dich angerufen oder bist du jetzt einfach zufällig hier auf dem Kaffee? Nein, also Hannah und Emma hatten angerufen, aber also ich habe nicht richtig verstanden, was sie wollten. Irgendwas mit Badehose, ich glaube, ich soll einen Pool bauen oder so. Naja, ich habe auf jeden Fall mal mein Werkzeug mitgebracht, vorsichtshalber. Ein Pool bauen? Stefan, das kannst du nicht machen, da hast du dich bestimmt verhört. Das kommt nicht in Frage, das habe ich nicht erlaubt. Onkel Stefan ist da, hallo Onkel Stefan. Ach, hallo ihr beiden. Kinder, was habt ihr denn jetzt schon wieder vor? Warum ist Stefan überhaupt hier? Onkel Stefan! Schön, dass du da bist! Ja! Oh, so eine Begrüßung? Naja. Also ich habe irgendwie ein ganz ungutes Gefühl. Was haben die drei nur vor? Ich bin natürlich nicht eingeweiht. Onkel Stefan, komm mal mit! Ja, nach oben! Okay, also ja, mein Werkzeug lasse ich dann erstmal hier unten stehen. Wollen die den Pool wohl oben aufbauen? Also irgendwie, das müssen die mir nochmal erklären. Ich wollte dir nur gerade was zeigen, Onkel Stefan. Hier war eben ein Schmetterling, der war hier auf meinem Boden. Der dachte bestimmt, dass das ein Gartenteich ist. Dabei ist das doch mein Teppich. Teppich, Gartenteich. Hier willst du einen Pool haben? Onkel Stefan, jetzt vertrödel doch nicht so viel Zeit. Ich will dir auch noch was zeigen. Das könnte ein bisschen schwierig werden mit dem Pool hier in deinem Zimmer, Hannah. Also, du musst ja auch noch irgendwie zu deinem Bett kommen. Pool, Onkel Stefan, nein. Ich habe den Schmetterling dann eingefangen mit einer Papiertüte und habe ihn rausgebracht. Auf unsere Terrasse. Ja, Emma, Mann. Ja, ich komme ja schon. Onkel Stefan, mir ist was ganz Blödes passiert. Hinter mein Bett ist meine Puppe gefallen. Kannst du das bitte rausholen? Ach, ich verstehe. Und du willst jetzt wahrscheinlich, dass ich für deine Puppen ein Regal baue oder vielleicht auch ein neues Puppenschloss? Nein, du sollst einfach nur die Puppe herholen. Ich will die wieder haben zum Spielen. Na gut, okay, dann zeig mal her. Hier hinter. Ach, ist es diese hier? Oh, danke schön. Also irgendwie traue ich der ganzen Sache nicht. Ich werde mal lieber das Werkzeug hier von Stefan wegräumen. Nicht, dass er noch auf die Idee kommt, hier irgendwas aufzubauen. Hier wird das erstmal nicht finden und ich kann damit verhindern, dass hier irgendwas Verrücktes aufbaut. Das Werkzeug kommt weg. Was sind das denn da oben für Geräusche? Hör ich da eine Säge? Okay, Stefan, das ist ja wirklich cool. Du willst immer was für uns bauen, aber heute nicht. Wir wollten nur mit dir spielen. Ach, tatsächlich? Einfach nur spielen? Ich dachte, ihr wollt vielleicht einen Pool oder so haben, aber naja, ich spiele auch gerne. Also ich spiele hier mit der Puppe. Und ich komme hier mit der Kutsche angefahren. Achtung, Platz da! Und ich bin Prinzessin Emma und ihr dürft mich gerne in meinem Prinzessin-Schloss besuchen kommen. Also ich glaube, wenn ich da jetzt hingehe, dann werden sie direkt wieder was bauen und dann wird's wieder keiner gewesen sein. Ja, ja. Jetzt bin ich ja wirklich ein bisschen verwundert. Spielen die da etwa? Die haben Onkel Stefan wirklich nur angerufen, damit er vorbeikommt und mit ihnen spielt? Ich dachte, er will hier irgendwas aufbauen. Ach, ich verstehe schon. Die haben wahrscheinlich Onkel Stefan gerufen, damit er als Papa-Ersatz da ist. Martin ist ja nicht hier. Aber das, was Martin gerne macht, das will ich sowieso nicht machen.